Hat sie dich schon wieder verlassen? Nein, sie hat mich nicht verlassen. Habt ihr euch gestritten? Ach was. Jetzt schauen wir doch mal, was die Mondfinsternis macht. Wenn Cosimo mich betrügt, dann will ich, dass ihr es mir sagt. Das Schöne an der Theaterfassung ist, dass ich in dem Stück alle 7 bzw. 8 Schauspieler permanent auf der Bühne habe. Das heißt, die Herausforderung war, was kann man von diesen Geheimnissen alles offen verhandeln? Die totale Langeweile. Okay. Dann lasst uns ein Spiel spielen. Und heute Abend werden alle SMS, alles was hier so reinkommt, von uns allen gemeinsam gelesen und abgehört. Ich will deinen Körper. Oh, das ist meine Schwester. Du sag jetzt bitte keine komischen Sachen, wir sind im Lautsprechermodus. Oh. Mein Vater, das hat mir gerade noch gefehlt. Hallo, mein Schatz. Warum hebst du nicht ab? Es ist Marika. Ja, dann geh doch ran. Bestimmt wieder wegen einem Schichtwechsel. Jetzt geh ran! Leg es wieder hin. Hör auf, leg es wieder hin! Papa, du bist viel zu verliebt in Mama, um zu checken, was für eine Zicke sie ist. Diese Mondfinsternis tut euch jedenfalls nicht gut.